Hallo an alle und willkommen zurück zu Warframe. Heute geht es wieder im Steelpath weiter und wir können heute endlich anfangen, hier den zweiten Teil der Erde zu machen, weil wir ja in der letzten Folge in den Ebenen von Eidolon waren und so und hier auch jetzt alle Missionen abgeschlossen haben auf Merkur und sowohl auch Venus. Und jetzt fehlen uns diese Missionen hier noch auf der Erde. Und dann können wir auch bald sogar schon zum Mars, aber wie gesagt, heute geht es auf der Erde weiter. Theoretisch können wir auch die mobile Verteidigungsmission machen, dann können wir zur Marsbrücke schon. Aber ich würde sagen, wir gehen als erstes hier in Everest rein, in die Ausgrabungsmission. Genau, wir haben Octavia dabei, ist eigentlich ja einer meiner Lieblingsframes neben Revenant natürlich. Gerade für den Steelpath auch richtig praktisch. Deshalb schauen wir mal, wie wir durchkommen, aber ich glaube, die Ausgrabungsmission sollte nicht allzu schwer werden. Wir gehen erstmal in Operator rein und holen uns ein bisschen Energie. Und dann gehen wir zur ersten Ausgraben. Ich hoffe, dass wir vielleicht nur eine machen müssen, das wäre nicht schlecht. Aber schauen wir mal, wie viele wir wirklich abschließen müssen, erfolgreich. So, wo ist die erste Ausgrabungsstelle? Hier. Ich muss auch mal die Melodie noch ändern von Octavia, fällt mir gerade ein, habe ich immer noch nicht gemacht. Damit es anscheinend dann einfacher ist, hier unsichtbar zu werden und so. Wir platzieren mal einen Energienachschub. So, und dann müssen wir so langsam mal nach den, ja genau, Energiezellen schauen. Da unten ist doch einer mit Energiezellen. Wir nehmen mal noch den Fokus hier mit. So, hier liegt irgendwo eine. Hier liegt sie. Perfekt. So, und dann müssen wir auch schon wieder unsere Fähigkeiten neu casten. So, dann hoffen wir mal, dass wir unsichtbar bleiben. Dann haben wir schon wieder eine Energiezelle. Sehr cool. Dann nochmal die 4 platzieren. In Operator gehen. Um ein bisschen Energie wieder aufzubauen. Und hier liegen jetzt 3 Energiezellen. Sehr cool. Das heißt, wir sollten den Bohrturm eigentlich voll haben. Jawohl. Jetzt haben wir noch ein Red Veil Event, wenn man so will. Die greifen uns jetzt auch noch an, das ist nicht gut. Aber beide sind gar nicht so stark. Okay, und in 30 Sekunden haben wir es dann wahrscheinlich auch schon geschafft. Gehe ich mal ganz stark davon aus, hoffe ich zumindest mal, dass wir nicht noch mehr machen müssen. Wo sind denn die ganzen Red Veil Gegner? Sind jetzt alle schon weg, anscheinend. Sieht ganz danach aus. Nice, und wir haben es geschafft, sehr cool. Und dann würde ich doch sagen, gehen wir auch direkt raus, weil wir wollen ja nur die Mission hier abschließen und nicht irgendwelche Ressourcen farmen. Deshalb gehen wir hier auch direkt raus. Müssen die 400 Meter noch rüber sprinten. Und dann haben wir auch schon die erste Mission in dieser Folge geschafft. Wenn die Missionen alle so schnell laufen, könnten wir sogar einige Missionen heute wieder schaffen in der Folge. Das wäre cool. Aber schauen wir mal. Dann warten wir mal ab. Nicht zu früh freuen. Sonst wird es eh nichts. So, dann hier runter. Und zur Extraction. So, nice. Geschafft. Sehr cool. Mission erfolgreich. Chaotic haben wir auch noch 100 bekommen. Auch nicht schlecht. Können wir vielleicht sogar eine Schmiede gebrauchen? Fällt mir gerade ein. Na, bin mir gerade nicht ganz sicher. Können wir gleich mal schauen eigentlich. Sehr, sehr cool. 3 Minuten gebraucht. Ja. Und wir gehen kurz in die Schmiede. Können wir hier irgendwie eine Waffe bauen, die wir noch nicht gemeistert haben? Ich meine, da wäre irgendwo eine gewesen. Bin mir aber nicht ganz sicher. Wahrscheinlich täusche ich mich hier auch einfach. Ah doch, Korvas können wir bauen. Na, dann bauen wir die doch. Eine Arcwing
Waffe. Und hier können wir auch nichts machen. Okay, dann habe ich mich getäuscht. Ich habe gedacht, wir bräuchten irgendwo noch 100 Kryotik. Aber anscheinend doch nicht. Brauchen wir überall mehr. Gut, dann geht's weiter. Wir haben eine Verteidigungsmission, eine Sabotagemission. Oh, Sabotage. Ja, kommt drauf an, wie die wird, wie die ist. Aber ich würde sagen, wir gehen in die Verteidigungsmission rein, Mann. Aber in die normale, würde ich sagen. Nicht Überfall. Ja, doch, gehen wir in die normale rein. Auch mit Octavia. Und, was wollte ich jetzt sagen? Ich hab's vergessen. Sehr gut. Cool. Okay. Mann. Operator. Energie aufladen. Und dann sind wir auch gleich in 100 Metern schon da bei der Verteidigung. Ah, nice. Das ist eine coole Verteidigung. Die soll hoffentlich nicht so ein Riesenproblem werden. 5 Wellen müssen wir drinbleiben, natürlich. Wie man es kennt. Aber hier fährt auf jeden Fall, wie soll man sagen, das Ziel hier nicht nach oben und nach unten, wie wir ja schon in der Folge hatten, wo wir ewig gebraucht haben für eine Verteidigungsmission. Ich glaube, da haben wir sogar wirklich nur die eine Verteidigungsmission in der Folge geschafft, mehr nicht. Ich hoffe mal, dass es heute anders wird. Die greifen gar nicht so richtig an. Dann müssen wir die alle mal so wegmachen anscheinend. Naja, ist auch nicht schlecht. Fokus nehmen wir natürlich gerne mit. Oh, da haben wir uns selber weggehauen. Mit Explosion von unserer Waffe. So, sehr gut. Wo sind denn alle Gegner hier? Müssen wir nämlich alle wegmachen, damit wir hoffentlich schnell in die zweite Welle reinkommen. Unsichtbar werden bitte. Warum klappt es nicht? Jetzt, okay. Im richtigen Takt. Da sind noch ein paar. Ist das der letzte? Nee, ich glaube nicht. Schade. Leider nicht, leider nicht. Da ist der letzte. Na, auch nicht, okay. Gut, vergesst, was ich sag. Okay, erste Welle geschafft. Sehr gut. Na, komm, komm hier drüber. Danke. Kommen wir zur zweiten Welle. Hier hinten höre ich doch euch schon. Probier mal die andere Waffe aus, ob das mit der eigentlich auch gut geht, weil die Explosionen stören mich gerade ein bisschen. Naja, machen wir auch gut Schaden. Eigentlich nicht schlecht, ja, ist okay. Doch, doch. Gegen die Infested ist es anscheinend gar nicht so schlecht. Da oben ist noch ein bisschen Fokus. Den können wir eigentlich mal mitnehmen. Unsichtbar müssen wir eigentlich auch nicht mehr so unbedingt werden, wenn ich ehrlich bin. Weil die haben eh nur Nahkampfangriffe. Und die meisten zumindest. Ja, mit Octavia haben wir auch immer ein bisschen Musik in der Folge. Ist auch nicht schlecht. Wir sind immer noch erst in der zweiten Welle. Kommen ganz schön viele hier, muss ich sagen. Ganz schön viele Gegner pro Welle. Eximus, den müssen wir irgendwie versuchen wegzumachen. Der hält einiges aus. Nice, 6 von 30 Eximus getötet. So, und dann ist da hinten noch einer. 60 Meter, der versteckt sich. So, und dann haben wir auch die zweite Welle geschafft.
Nur noch drei weitere, Mann. Wurde anscheinend doch nichts mit einer schnellen Verteidigungsmission, wie ich am Anfang gehofft habe. Fokus immer gerne mitnehmen. Wir haben leider keine Munition mehr. Was nicht so praktisch ist, aber dann gehen wir halt mit der Melee rein, würde ich sagen. Ja, warum nicht? So, dann einmal nachladen. Dann muss ich mal wieder in den Operator gehen und ein bisschen Energie holen. Vielleicht gehe ich echt nicht unsichtbar. Das wäre vielleicht gar nicht so, ist vielleicht gar nicht so dumm. Dann kommen die Gegner mehr auf mich zu. Okay, ich platziere nochmal Energie. Elend kommt, aha. Da gehen wir vielleicht doch mal unsichtbar. Wo ist er denn? Wo ist der? Hallo? Okay, das irritiert mich jetzt gerade ein bisschen. Ist er hinten bei dem Roten? Ich weiß nicht gerade nicht. Hä? Wo ist denn Elend? Ist er hier beim Roten? Ah ja, da ist er. Okay. Müssen wir mal aufpassen, dass er hier nicht verschwindet. Bevor wir den gedownt haben. Aber den haben wir gleich. Sehr gut. Nice. Wieder ein Arcana bekommen. Und Steel Essence. Zwei Stück. So, dann nehmen wir wieder Fokus mit. Oh, wenn wir hier nicht runterfliegen. Und dann lasse ich das vielleicht mal wieder mit der Unsichtbarkeit. Schauen wir mal, ob wir auch sichtbar hier durchkommen. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass es klappen könnte. Und jetzt sind hier hinten noch welche, dann haben wir die dritte Welle schon geschafft. Oh Mann, ist die dritte. Okay, noch zwei weitere. Sehr cool. Nice. Oh Mann. Noch so viele vor uns. Zwei ganze Wellen. Wie lange sind wir hier schon drin? 7 Minuten in der einen Mission. Okay, Verteidigung und mobile Verteidigung. Wobei mobile Verteidigung geht, glaube ich, sogar. Aber Verteidigung zieht sich auf jeden Fall. So, hier oben sind ein paar gesammelt, sehr gut. So, und dann nochmal alle Fähigkeiten hier aktivieren. Dann sind hier hinten anscheinend noch ein paar. Hier vorne auch noch. Jetzt kommen so langsam mehr Eximus, habe ich das Gefühl. Ja, du hältst ganz schön viel aus hier, Kollege. So, und auch die dritte Welle abgeschlossen. Ne, die vierte war's. Jetzt kommt die fünfte, oder? Ja, okay, gut. Puh, grad schon gedacht. So, wo seid ihr, wo seid ihr? Da habe ich einen gesehen. Da kommen ein paar. Oh, wieder uns selber weggehauen mit der Explosion. Geil. Oh, Mann.
Wenn ich eigentlich Octavia spiele, könnte ich auch eine Mod auf die Waffe machen, dass wir hier nicht von den Explosionen weggehauen werden. Das wäre vielleicht gar nicht so dumm. Muss ich mir mal noch überlegen. Ich glaube, das hatte ich zum... Doch, hatte ich am Anfang, glaube ich, sogar auf der Kuvasar drauf. Aber dadurch, dass wir bei Revenant einen Mesmer-Skin haben, juckt es einen nicht, die Explosion. Nur wenn man halt keine Rüstung hat, zusätzlich irgendwie... Also nicht Revenant hat, oder wahrscheinlich auch nicht Rhino, gehe ich mal stark davon aus. Dann ist es ein bisschen schwieriger. Oh, jetzt sind hier aber ganz schön viele. Nein, wir sind gestorben. Oh no. Wie das? Okay, haben wir noch gerettet einigermaßen. Energie bitte. Oh, okay. Und wir können raus. Extraction. Sehr cool. Nice. Damit haben wir einige Credits bekommen. Sehr cool. Steel Essence 2. Wie viel haben wir da insgesamt? Das sehen wir gerade gar nicht, leider. Und Primary Deadhead. Können wir das aufwerten? Ich glaube leider nicht. Mal anschauen. Primary Deadhead. Wo ist denn hier? Ja, okay, schade. Fehlt uns noch einer. Unerbittlichkeit fehlen uns noch 2. Und Geschick fehlen uns noch 5. Okay. Müssen wir noch ein paar farmen, um hier auf Max Level zu kommen. Aber für heute war es das mal wieder mit der Folge. Ich will noch kurz zu Kuvasar gehen hier. Einmal bitte Upgrades. Hier haben wir Sachter Schuss drin. Jawohl, ist sonst genau gleich. Perfekt. Dann können wir bei, Octavia, genau. Sachter Schuss reinmachen, 100% Chance, den Taumeln-Status von selbstverschuldeten radialen Angriffen zu reduzieren. Das ist sehr gut. Das ist die, ja, die Mod lassen wir bei Octavia drin auf jeden Fall. Genau. Und dann haben wir heute schon mal 2 Missionen auf der Erde geschafft. Bleiben nur noch 1, 2, 3, 4, 5. Okay, und in der nächsten Folge machen wir dann wahrscheinlich hier mit der Sabotage-Mission weiter und gehen hier wahrscheinlich weiter und dann irgendwann zur Marsbrücke, wo wir dann endlich zum Mars können, wo wir auch noch, ja, einige Missionen vor uns haben. Aber wie gesagt, für heute war es das mal wieder. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, würde es mich natürlich wieder wie immer freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lassen würdet. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine Videos mehr von mir verpasst. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut, haut rein und ciao.